Sag Grüß, Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Remember Me. Ja, im letzten Part, Ende des letzten Parts, sind wir hier auf einige Leaper gestoßen, die sich unsichtbar machen können. Werden auch Würger genannt. Also nicht ganz so feierlich, sind allerdings im Licht sichtbar. Und wir sind immer noch auf dem Weg zu Kopfweh Tommy. Und natürlich schauen wir uns hier noch weiterhin gut um. Brauchen wir Leben? Ne, uns geht's gut. Wunderbar. Endlich haben die Katastrophen unserer Generation ein Ende. Okay, es funktioniert. Oh Gott. Memorize. Ach, Hochspannung, ja, das ist, wird immer besser. Warte mal, kann ich wieder zurück? Warte mal. Ach so, okay. Immer wenn diese Störung hoch auftreten, dann kann ich ja nicht hoch, alles klar. Okay, lieber Rückwandlungsprojekt, das klingt ganz nett. Ob es auch hält, was es verspricht, werden wir sehen. Oder auch nicht. Betrifft uns ja nicht direkt. Guten Tag. Bleib hart, Nillen. Oh, Fuß angeknackst. Ja, merkt man. Oh, die... da wird es mit dem Kämpfen ein bisschen schwierig, ne? Oh, die ist aber gut drauf. Warte mal, Laderampe B, Andockhafen wird überwacht. Das klingt nicht gut. Okay, wir müssen irgendwie hier rauf. Hier geht's nicht so gut, ne? Deswegen können wir wahrscheinlich nirgendwo hier hoch, weil sich der Fuß angeknackst hat. Ja, sie guckt da schon so hoch. Ja, ich sehe es auch, aber... Ich kann da nirgendwo hoch, Mädels. Tut mir leid, Süße, aber... Geht nicht. Oh Gott, die ist ja vollkommen außer Atem. Eieiei. Oh, das sind so schöne kleine Details, ne? Aha! Das ist aber nicht nett. Das ist Mobbing. Oh, 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 oh. Brauchen Sie Schlaf? Mieten Sie eine Kiste. Ah, okay, cool. Was? Hier sind nur Leichen. Alles gut, ich will doch nichts tun. Keine Sorge, alles cool, alles cool. Ich möchte nur ein bisschen vorlesen. Ah, Nillen. Die etwa 25-jährige Nillen ist die berühmteste und geheimnisumwobenste Kriminelle in Neo-Paris. Fast nichts ist bekannt über die Terroristin namens Nillen. Selbst Tag und Ort ihrer Geburt sind so geheimnisunwitter, dass man munkelt, sie habe jede Erinnerung und Information, die auf ihre wahre Identität hindeuten, ausgelöscht. Es ist jedoch ziemlich sicher, dass sie sich einen festen Ruf als Gedächtnisjägerin erarbeitet hat, bevor sie sich der Terroristenbewegung anschloss. Verschiedene Aussagen früherer Gedächtnisverbrecher, einschließlich der des berüchtigten Kid Christmas, deuten darauf hin, dass sie seit 2078 einer einträglichen Karriere als Erinnerungsdiebin im Slum 404 nachging. Dort traf sie wahrscheinlich auf Edge, schloss sich den Terroristen an und war bis zu ihrer Verhaftung im Frühling 2084 eine ihrer aktivsten und tödlichsten Agenten. Respekt kann ich da nur sagen, sagte Kid Christmas. Das Mädchen weiß wirklich, wie man mit einem Jagdhandschuh umgeht. Schade nur, dass sie ihr Talent an eine aussichtslose Sache verschwendet. Ansichtssache, mein Lieber. Du bist down. Ja, ja, okay. Schön, dass wir jetzt mal ein bisschen mehr über Nillen erfahren haben. Das lobe ich mir. Ah, okay, jetzt können wir da hoch. Interessant. Das ist, da hinten ist schon wieder so ein Leaper, ne? Oder Bürger, wie auch immer. Ich bleib einfach mal bei Leapern. Und das sieht mir schwer nach einem Kampfschauplatz aus.
Doch nicht? Fuck off, hätte ich mal nichts gesagt. Shit! Ah! Warte mal, ich habe leider schon... Ich muss mal kurz unterbrechen, weil ich habe leider mein Combo-Lab vergessen. Schlagen, treten, treten, schlagen, treten, treten. Okay, alles klar. Ach, das ist kacke. Ich krieg das mit dem Timing der Combo-Labs noch nicht so ganz hin. Ich gebe mir Mühe. Muss ich das nochmal aufsammeln? Ja, ist ja gut. Muss ich das nochmal kurz hier, dass ich's... Oh, Leute von heute. Zack, 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 zack. Ja, habe ich alles gelesen, danke. Wir sind nur Leichen. Warte mal. Am besten... Ja, ich habe die... Habe ich gesehen, alles cool. So, erstmal die Tür aufmachen, dann machen wir hier Licht. Und dann haben wir den erstmal so weg. Okay, damit ist er schon mal down. Okay, der auch. Was ist das für ein Typ, Mann? Oh, irgendwas macht... The fuck? Sensendos. Fährt alle Sensens herunter. Betäubt alle Gegner. Enthüllt Unsichtbare. Geil. Öffnen Sie das Essen-Impressionrad und markieren Sie das Sensendos. Geile Scheiße. Da jetzt mal rauf, würde ich sagen, ne? Rockt. Rockt, okay. Okay, der ist auch weg. Ah! Ich kann das nicht anvisieren. Ja, es tut weh, ne? Ja, Mann. Kann ich das echt nicht... Oh, ich kann das Licht nicht anmachen. Das ist ja beknackt. Mann, wie soll ich den erwischen? Wenn ich noch... Hä? Ah, jetzt kann ich wieder. Okay. Ah, geht doch. Okay, Beobachtungsplattform. Okay, dann haben wir das schon mal. Ja, das ging doch einigermaßen gut. Dann da rüber. Was hält sie sich da? Ah, okay. Was denn? Was denn? Was denn? Ah, ich habe es verpasst. Okay. Riegel. Dann nach oben. Verwenden Sie bei gedrückter Taste die Ziele für den Spammer. Aha, okay. Fehlerhaft. Ach, das ist ja cool. Fehlerhaft, fehlerhaft. Da so. Ich muss mir mittels der grünen Linien hier jetzt einen Weg hier hoch bahnen, um dann hier zur Leiter zu kommen. Das ist cool gemacht. Total geil. Echt? Super Idee. Nicht schlecht, nicht schlecht. Respekt, lieber Entwickler.
So, und ich hoffe, das klappt jetzt auch hier. Zack. Wie ich mir das gedacht habe. Ja, passt sogar. Gefällt mir. So kleine Mini-Einlagen, so, ja, kleinen Mini in Anführungsstrichen Rätsel, so ein bisschen Bastelarbeit. Das ist ganz cool gemacht. Das gefällt mir. So, jetzt mal hier rüber. Nee, schon cool. War hier nicht eine Leiter? Achso, okay. Okay, alles klar. Was haben wir? Oh ja, wir können es hier heilen. Das ist sehr sinnvoll. Wunderbar. Hat sie wieder ein bisschen Power. Hat sie so oder so. Kann ich da noch hoch? Nee, ich muss hier wieder runter. Alles klar. Ah, runter, Mädel. Aber nicht ganz runter. Hallo! Danke. Ja, besser ist das. Oh Gott, oh Gott. Alter! Die Frau macht mich nochmal fertig, ne? Da noch irgendwie was? Oh. Hier schon wieder da hinten die Nachrichtenspeicherin. Hier vielleicht noch irgendwie was? Gefahr. Ja, 843 Grad. Das ist so schon leicht wärmlich, ne? Das Lazarettschiff Nymphea wurde von einer Explosion erschüttert. Da fuck. Die Ursache ist noch unbekannt, aber ersten Schätzungen zufolge sind 100 Tote und mehrere tausend Verletzte zu beklagen. Für Abonnenten von Platy News und Extreme Sense wurde ein Sensen-Notfallsender eingerichtet. Sondermeldung. Okay, okay, okay. Damit haben wir doch hoffentlich nichts zu tun. Das könnte auch Olga gewesen sein, ne? Olga Sedova. Okay. Kopfweh, Tommy, alles klar. Das heißt, wir sind... Oh, da geht's auch hoch. Oh. Cool. Schön, schön. Lieferdrohne. Und jetzt? Aha! Okay, ah, alles klar. Okay, jetzt kann ich da rein, weil die, die Drohne hier die Waren abstellt. Alles klar. Oh, es gibt sogar noch in der Zukunft so gute alte Kisten aus Plastik. Das ist ja schön. Endlich daheim. Dann schenk ein, Tommy. Ja, aber warte mal, irgendwie... Okay, da fuck. Das sieht infernalisch aus. Wow, was ist hier passiert? Alter! Warte mal. Erstmal du weg. So, und jetzt zu dir. Warte mal. Was hast du denen gesagt, Tommy? Ich dachte, die sehr strenge Türpolitik. Als das Wasser fiel, kam die alte U-Bahn zum Vorschein. Diese gehirnamputierten Irren sind da durch. Sie haben die ganze Nachbarschaft überrannt. Du willst Johnny finden? Dann musst du tief ins Liebergebiet hinein. Lange hatten die Nations. Kämpfst du mit mir, Tommy? Tommy? Halten Sie noch eine Sekunde zurück. Ich mixe einen kleinen Cocktail. War wieder klar. Zumindest sind mir die unsichtbaren Lieber
sind die nicht dabei, die sind mir wenigstens... Die sind mir wenigstens, gehen mir nicht mehr ganz auf den Sack hier, meine ich, wie die unsichtbaren Liefer. Alter, sind das viele, mein Gott! Ich sag's dir! Oh mein Gott, geht ihr mir auf den Sack! Nicht wahr? Bin ich auch. Und jetzt geht's ab, Leute. Ja, ich hau wie ein Berserker. Es gibt noch mehr, es gibt noch drei Sensor-Möglichkeiten, ne? Also wir haben ja noch drei offene Felder, beziehungsweise Kreise. Die bin ich echt mal gespannt. Warte mal, jetzt zack, Timing. Ich muss das mit dem Timing üben. Okay. Ja, ja, ja. Nein, 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 da war da noch irgendwo ein Dings. Ein Emesist. Nur nicht zurückhalten, Schatz. Es lebe die Liebe. Danke. Was? Junk Bolt? Das Junk Bolt Spam Upgrade schlägt sehr hart zu und zerstört strukturelle Schwachstellen in Ausrüstung und oder Gebäuden. Drücken Sie Shift links zum Anvisieren und rechte Maustaste zum Feuern. Wow, okay, cool. Ja, warte, warte. Lipa-Tunnel. Oh, ich muss noch aufladen. Ich muss den Tunnel verschließen, um sie zu stoppen. Hab ich. Oh, bekommen wir gleich einen Orgasmus. Die Frau ist der Hammer. Neue Schüssel verfügbar. Ist das alles? Dachte ich mir. Oh, Scheiße. Hey, willst du helfen? Bleib doch und hilf mir, die Bude zu renovieren. Geht nicht. Größere Fische warten. Fische wie Johnny Greentea. Was kann man einem feuchten Tunnel entgegensetzen, der in lieber verseuchte Dunkelheit führt? Also ehrlich. Tut mir leid um deine Bar, Tommy. Sei vorsichtig, Nillen. Da braut sich ein Sturm zusammen, Schätzchen. Nicht weggefegt werden! Oh Mensch, jetzt haben wir das Amnesist dann nicht mitgenommen. Oh, ich war schon wieder zu doof, das zu finden. Na gut, wir haben jetzt hier was Neues. Einen Schlag haben wir. Warte mal. Ja, schöne Musik übrigens. Ich glaube, das muss bei den Liebern ganz schön reinhauen, ne? Muss ich echt mal ausprobieren, wie viel Schaden das macht. Dieser Junk Bolt. So, Johnny Green Thieves. Wir sind unterwegs. Hey Nillen, wie läuft's? Wow, du und Edge habt die Kacke echt aufgerührt. Die ganze Stadt ist in Panik. Ja, Scheiße ist wohl das Motto des Tages. Okay, gut. Ich muss los. Ich glaube, ich bin aufgestiegen. Auf nie vergessen. Was? Auf nie vergessen? Was? Also den Kontext habe ich jetzt gerade nicht ganz verstanden. Hallo? Gehen wir erstmal nach rechts. Vielleicht ist da noch irgendwas. Aber warum sollte ein Amnesis hier unten in solchen widerlichen Tunneln liegen?
ist ja echt. Werd ihr eklig hier, da. Das ist doch keine. Das sind doch Zustände, sind das hier. So, jetzt hier aber, komm. Komm, das werde ich doch wohl finden. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Da. Was? Fokusboost. Dankeschön. Also die vergessenen Amnesis, die werde ich natürlich nachträglich, also nach Abschluss des Projektes noch mit einführen. In der letzten Folge vielleicht, oder vielleicht mache ich noch eine Spezialfolge, ich weiß es noch nicht. Also auf jeden Fall werde ich das noch nachreichen. Vollständigkeitshalber, ne? Gefahr, 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 das klingt nicht so cool. Jetzt schauen wir mal, wie viel... Haut rein, glaube ich. Scheiß unsichtbare Säcke. Wunderbar. Okay, das haben wir. Oh, da ist noch einer. Gefahr, Gefahr, Gefahr. Okay, ich darf definitiv nicht da rein. Oh Gott. Bloß nicht den Weg verlassen. Biohazard. Da, okay. Oh, die Frau ist schon eine Wumme, ne? Okay. Ja, dann springen wir mal. Also die Umgebung haben sie echt gut gemacht. Ich finde das total genial, ne? Also kann ich immer nur wieder loben. Was? Was? Oh nee, alles ist einfach so dunkel hier. Ich kann diese Unsichtbaren nicht ab. Die nerven wie die Pest. Was? Bring Pain. Ich habe Bring Porn verstanden, gelesen. Ja, man will immer nur das lesen, was man auch lesen will, ne? Verdammt, Nellen. Wie eine Fliege unter Glas. Echt mal. Die Testergebnisse sind ermutigend, Professor. Wer ist hier? Das Geheimnis im Geheimnis im Geheimnis im Geheimnis. Im Geheimnis. Ah. Johnny. Johnny Greenteeth. Okay. Noch eine Spritze. Gestaltwandler. Doktor, ich bin verletzt, Doktor. Scheiße. Geh die Wagen entlang bis zur Kabine und finde die Notbremse. Okay. Ich habe keine Zeit für euch, Mann. Ah. Geht down! Hallo!
Ja, Vater Morgana ist gut. Okay, der nächste bitte. Und die nächsten, ich werd bescheuert. Ich hab keine Zeit für euch, Mensch. Oh, 17 Sekunden noch. Nein, ich hab... Oh, nein! Böses Mädchen! Böses Mädchen! Ich hätte die rechte Maustaste drücken müssen. Oh. Mann. So, kann ich jetzt bitte? Danke. Oh, der ist schon ein bisschen creepy, gebe ich zu. Johnny ist da, okay, na denn. Okay. Was ist los? Bleib draußen. Haben wir es jetzt? So, Meister. Bisschen eingestaubt. Ja, wir haben die Erinnerung von Johnny Greentheeves. Also wenn es ein Gestaltwandler war, war er ganz schön creepy. Also muss er, ja, war er ja. Ne? Ich habe mich gerade nur gefragt, ob das jetzt ein, ja, ob das Bild, was man vorher von seiner, was man vor seiner wahren Gestalt gesehen hat, ob das nur irgendwie von Bing geklaut war oder ob es seine ehemalige richtige Gestalt war. Man weiß es nicht. Ist jetzt auch egal. Johnny ist jetzt so ein bisschen down. Ja, Johnny ist down. Wir haben seine Erinnerung. Und wir können dann im nächsten Part den Weg zu Bastille fortsetzen und schauen, dass wir dann auch wirklich bald mal so ein bisschen mehr über Nillens Vergangenheit erfahren. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wenn es heißt, Let's Play Remember Me. Also haut rein. Bis dann und ciao.